Tag, Warren. Exo hat keinen Saft mehr. Bin eine verdammliche Statue hier. Kann kein Zekrom machen. Kannst du es ans Laufen kriegen, mir eine kleine Starthilfe geben? Failsafe-Protokoll aktiv. Log bei 96 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Automatischer systemweiter Reboot eingeleitet. Datenverlustanalyse. Gut. Verdammt, ich das Gibbet nicht. Danke. Hab hier so lange gehockt, da ist mir das Sitzfleisch eingeschlafen. Auf dich auf. Schönen Tag, Warren.
Komm jederzeit wieder. Schönen Tag, Warren.
Sei vorsichtig da draußen. Sei vorsichtig da draußen.
Wie lang ist es her? Minuten? Stunden? Tage? Dieser Ort geht in Stücke. Ich gehe in Stücke. Man hat mir gesagt, es würde nicht wehtun. Dass das alles nach ein paar Minuten vorüber wäre. Aber der Schmerz, als es angefangen hat. Ich war wach. Es grub sich durch mein Fleisch. Bohrte sich in meine Knochen. Ich kann die Maschinen immer noch hören. Immer noch fühlen. Und ich habe geschrien. Ich habe geschrien, bis ich keine Luft mehr in meinen Lungen hatte. Aber es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf. Sei vorsichtig da draußen. Ist da wer? Kann mich irgendwer hören? Ich sitze hier drin fest. Ist okay da oben? Danke, ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Irgendeine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe. Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken, aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht.
Also, lass hören. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen, kannst du einen drauf lassen. Geh vielleicht zur Servicestation, sollte ja sicher sein, richtig? Bis dann. Hau rein. Dies ist keine genehmigte Pause.
Wir helfen gern. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Schönen Tag, Warren. Schönen Tag, Warren.
Wir haben's geschafft, Kumpel. Tut gut, dich zu sehen. Und dass du mir nicht denkst, ich vergesse, was ich dir schulde. Hab das hier gefunden, ist deins, wenn du willst. Hilft dir vielleicht nicht? Schätze, du hast keinen Schimmer, was hier läuft, hä? Scheiße, nee, ich weiß von nix. Dacht mir, wäre der Denkkolben in der Kotelettenschmiede gekommen und dann ist er durchgebrannt. Ich wache auf, die Rübe dröhnt wie 23:30 am Kirchturm und um mich rum sind alle bekloppt. Wollt mal einen Blick auf die Failsafe-Konsolen schmeißen, gucken, was die so aufgezeichnet haben. Wurde von meinen Kumpels getrennt, aber ich dachte mir, Hops, gib jetzt nicht auf, du kannst das schaffen. Und dann ist mein Exo abgewürgt. Hast du Davy getroffen? Jo, kann nicht behaupten, dass ich den mag. Wollte, dass ich sein Medikamententüch besorge. Klar, hab ich nee gesagt. Mann, war der sauer. Der ist bekloppter, als ich dachte, wenn er denkt, dass ich wieder da rausgehe. Irgendwelche Schwierigkeiten unterwegs hierher? Nee, war ja um die Ecke. Und ich hab den Kopf unten behalten. Das Schlimmste sollte jetzt vorbei sein, nicht? Die Failsafe-Konsolen. Was hat es damit auf sich? Creo hat einige von denen in eine Fabrik aufgestellt, um so eine Probleme zu finden und aufzuzeichnen. Bei all dem Kappes, der hier abgeht, ist da sicher eine Menge verrücktes Zeug drauf. Kannst du dir ja anschauen, wenn du willst. Aber meine wilden Tage sind gezählt. Ich hab genug. Pass auf dich auf, Hobbs. Da kannst du drauf wetten. Tu nix, was ich nicht auch tun würde. So froh, dich zu sehen, Mann. Ich fühle mich nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauche meine Medizin. Echt übel. Es ist Stunden her, Mann. Ich schaff's nicht ohne. Was sind das für Medikamente, die du brauchst? Ist ein Implantat. Nennt sich Modaxinol. Ohne gehe ich vor die Hunde, Mann. Das letzte Mal, dass ich da raus bin... Na, du weißt, was passiert ist. Es geht mir übel. Echt jetzt. Ich werde versuchen, es für dich zu finden. Du weißt nicht, was mir das bedeuten würde, Mann. Ernsthaft. Danke. Ich weiß ja, dass ich viel verlange. Ich meine, wer will freiwillig da raus, stimmt's? Bitte, Mann. Ich will nicht krank werden. Du und Hobbs, kommt ihr klar miteinander? Puh, weiß nicht, Mann. Er wollte mir nicht helfen. Ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, wenn er es wäre, der seine Medizin braucht. Ich meine, ist nicht so, als wäre ich hier Melo oder so. Ich muss los. Vergiss mich nicht, okay? Ich zähle hier auf dich. Pass auf dich auf!
Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Warren.
Schön, dich zu sehen. Warren, wie läuft's da unten? Irgendwelche Neuigkeiten? Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Bitte, schau dich ein wenig um. Ich empfange immer noch Notsignale aus den Produktionsbereichen. Übrigens, du hast da unten Gesellschaft. Hobbs scheint okay zu sein, aber der andere... Was ist mit Hobbs? Schon mit ihm gesprochen? Kaum zu glauben, dass er nur ein paar Kratzer abbekommen hat, bei allem, was er durchmachen musste. Er hat da draußen Freunde verloren. Einer wurde direkt vor seinen Augen getötet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich fühlen muss. Was stimmt nicht mit Davy? Steht nicht gut um ihn. Seine biometrischen Daten sind blankes Chaos. Und er steht immer noch unter Schock. Murmelt ständig, dass er seine Medikamente braucht, aber dazu steht nichts in den Akten. Okay, ich sollte jetzt los. Sei vorsichtig da draußen. Schönen Tag, Warren. Auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Komm jederzeit wieder. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Erhöhtes Gefahrenpotenzial.
Zutritt vorübergehend verwehrt. Willkommen, Warren. Sei vorsichtig da draußen. Sei vorsichtig da draußen.
Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Schönen Tag, Warren. Hallo. Sei vorsichtig da draußen. Ah!
Schön, dich zu sehen.